Kamera ist an, diese Kamera ist an, das Mikrofon ist an und jetzt fangen wir auch an. Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Max und willkommen zu einem weiteren Unboxing. Und heute gibt es ein ganz spezielles Unboxing, denn wir haben die neuen, wir haben alle neuen Shiny Carlos Tinboxen heute bekommen. Und an dieser Stelle lieben Gruß und vielen, vielen Dank an die Kollegen von Lotticards, die uns diese Boxen zur Verfügung gestellt haben. Schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben einmal Shiny Xerneas EX, einmal Shiny Yveltal EX und kein Shiny, aber wir haben natürlich auch Zygarde EX. Und alle drei sind hier am Start und wir werden heute eine dieser Boxen aufmachen. Wir machen mit Xerneas beginnen wir. Ja, wir machen XYZ. Und dann warten wir eine Woche, bis wir dann Yveltal öffnen. Und dann warten wir wieder eine Woche, bis wir dann Zygarde öffnen. Das klingt cool, oder Freunde? Das machen wir auf gar keinen Fall. Wir machen heute alle drei Tinboxen auf, also let's go. Schauen wir uns die erste an, was da so draufsteht, weil das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Box geworden. Mir gefällt auch dieses Shiny Design sehr, sehr gut. Wir haben hier an den Seiten Zygarde EX, oder Zygarde eigentlich nur. Wir haben Yveltal, wir haben das Xerneas und wir haben hier dahinter versteckt das Pokémon-Logo. Auf der Rückseite steht mal wieder ein Text, den wir auch heute lesen wollen, Freunde. Zelebriere die Power von Pokémon EX. Drei großartige, legendäre Pokémon EX offenbaren sich. Entscheidest du dich für die waldige Erhabenheit des schillernden Xerneas EX, die zerstörerische Kraft des schillernden Yveltal EX oder die kampfbereite Power von Zygarde EX? Aus der Tinbox schillerndes Carlos. Jede dieser stabilen Tinbox enthält ein mächtiges Pokémon EX aus der Carlos-Region, kampfbereit und siegesgewiss. Das ist schon mal cool, also wir wissen, was uns jetzt erwarten wird. Wir schauen aber trotzdem nochmal, was der Inhalt dieser Boxen alles sein wird. Wir haben eine von drei speziellen holographischen Pokémon EX-Karten, das schillernde Xerneas, schillernde Yveltal oder das Zygarde EX, vier Booster-Packs des Pokémon-Sammelkartenspiels, eine Codekarte für das Online-Game. Und es geht wie immer weiter mit Openings. Booster aufreißen. Wir machen alle drei gleichzeitig auf. Oh ja, Freunde. Da ist es. Da ist der ganze Spaß. Einmal ausgepackt, einmal für euch in Szene gesetzt. Wir haben drei wunderschöne Promokarten, die wir uns nochmal kurz in der Close-Up geben. Mit Xerneas EX Shiny. Unglaublich toll. Die Karte kennen wir schon aus dem ersten Set XY1. Eine Bresche schlagen und der X-Blaster. Echt coole Karte, ich bin schon gespannt, ob es jetzt im neuen Set dann mit dem neuen verstärkten Rainbow Road Deck auch wieder mal Platz für sowas geben wird. Yveltal EX ist und bleibt einfach eine der stärksten Pokémon im Spiel. Mit Unheilsball und Y-Wirbel kann man echt coole Kombinationen starten. Unheilsball ist einfach wahnsinnig stark, deswegen eine Empfehlung für jeden, der das nochmal spielen möchte. Hier habt ihr eine sehr, sehr geile Version auch von Yveltal EX. Zygarde EX ist jetzt aus dem neuen Set Schicksalsschmiede, 190 KP, 3 Kampfattacken und auch echt cool. Wir werden auch ein Kampfdeck bauen, wir werden auch mit ihm eins spielen und die Frage ist noch, wie wir es machen wollen. Lasst mich auf jeden Fall wissen, wie ihr dieses Deck gerne sehen wollt. Wir werden natürlich mit Rokara Turbo auch spielen, ob wir Lucario mit einbauen oder nicht, da werden wir noch ein bisschen rumexperimentieren, aber da machen wir auf jeden Fall was draus. Das sind die drei Promokarten. Was ihr auf jeden Fall erwarten könnt, sind jeweils zwei Booster aus dem neuen Set Schicksalsschmiede. Und wir haben hier einmal Turbofieber und ein XY-Base-Set. Also schon mal cool. Und beim zweiten haben wir zweimal Schicksalsschmiede. Wie gesagt, wir haben einmal Turbofieber und Flashfire. Also XY1, XY2. Das heißt, jetzt müssten wir hier XY3 haben. Das wäre natürlich cool. Wir haben zweimal Schicksalsschmiede, einmal Turbofieber und wir haben fliegende Fäuste. Was ist denn hier los? Okay, dann starten wir mit unserem Xerneas EX. Ich denke, wir werden diese ganz alten Base-Karten oder die Base-Sets, die lassen wir mal auf der Seite liegen, denn die Niki möchte auch noch ein paar Booster aufmachen. Ist heute leider etwas länger unterwegs, deswegen nehme ich die dreimal auf die Seite. Schicksalsschmiede Nummer 1. Einmal die Codekarte, einmal der Kartentrick und das können wir, denke ich, recht schnell durchgehen. Die Karten kennt ihr ja mittlerweile alle.
Nur ist die Frage, was wir an spielbaren Karten haben. Und hier ist zumindest schon mal N. Wir haben Sana als Reverse-Holo-Karte. Und wir haben einen Genesect EX gezogen. Das fängt richtig gut an, Freunde. Mit einer wichtigen und auch echt gut spielbaren Karte aktuell. Viele versuchen, das Metal-Deck nachzubauen. Und dazu brauchen wir tatsächlich noch ein Genesect. Ich hätte es gern Full Art, aber jetzt kann ich zumindest schon mal spielen. Also geil, wir haben eine EX-Karte schon gezogen. Damit hat man eigentlich schon ein gutes Ziel erreicht, würde ich sagen. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Ja, wir haben gerade erst angefangen, um ehrlich zu sein. Schauen wir mal, was Dick da hinten noch so versteckt. Die Kollegen kennen wir ja. Chaosturm, okay. Und wir haben ein Mutterpel. Ja, also Motten habe ich noch nie gemocht. Und das wird sich jetzt auch nicht ändern. Die Karte kann gleich wieder weg. Letztes Booster aus der Xerneas Box. Kartentrick. 3, 2, 1. Schalkwab Picolente. Wir haben Blanas als Reverse-Holo-Karte und ein Tromborg. So, Yveltal ist an der Reihe und bringt uns jetzt auch zwei Booster aus dem Set Schicksalsschmiede. Und hoffentlich auch hier wieder eine dieser Karten, die wir zum Spielen benutzen können. Los geht's mit Snubbull Europe. Bronzel, soweit, so gut. Das Feenbeet ist am Start. Wir haben Smogon als Reverse-Holo-Karte und wir haben ein Roink oder auch ein Griff ins Klo. Schade, Regular Rares sind immer ganz, ganz bitter. Die haben wir eigentlich immer schon nach unserem Display-Opening. Es fehlen dann eigentlich nur so ein paar EX-Karten, aber das Set ist ja auch schon Gott sei Dank vollständig. Aber jetzt noch spielbare Karten. Wäre echt nicht verkehrt. Die Stärke-Energie, das ist immer gut für den Deckbau. Wir haben Feentropfen, wir haben den verbogenen Löffel als Reverse-Holo-Karte und ein Rotom, auch wieder eine Regular Rare. Schade. Turbofieber. 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 Hüt. So, come up. Shinox, Endivie. Die ganzen Party-People kennen wir schon, die Platsch-Energie ist schon mal gut. Froxy als Reverse-Holo-Karte für die Greninja-Decks und ein Psyaugon. Okay, nicht so gut. Jetzt haben wir noch nichts Vernünftiges gezogen bei Yveltal. Das war nicht so cool, mein Freund. Aber vielleicht kann Seigert uns jetzt nochmal aushelfen und uns noch ein paar Knüllerkarten bringen. Was sagt ihr? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Was ziehen wir jetzt? Kommt schon. Eine Full Art. Irgendwas muss jetzt noch da kommen. Das wäre der absolute Oberkracher. Wir haben Lavita, Wurmball, die Energietasche, schon wieder die Stärke-Energie, das ist okay. Und wir haben eine Regular Rare. Das ist nicht gut, Freunde, das ist echt nicht gut. Das muss unbedingt besser werden, und zwar genau jetzt. Wir haben Monozito, Fings, Flurmel, Europe, Wurmball. Wir haben die Energie-Rückstellung, Pupita, Vitora und wir haben ein... Halt doch dein Maul! Wir haben noch einen Genesect EX gezogen. Was ist denn heute los? Das ist echt verrückt. Schau dir das mal an. Warum ziehe ich aus zwei Tinboxen zweimal genau dieselbe EX-Karte? Okay, okay, okay. Also damit habe ich jetzt drei Genesect Regular Art und ein Full Art. Das heißt, für den Deckbau ist das eigentlich gar nicht so verkehrt. Dann kann ich auch einfach die Regulars spielen. Na gut, dann Turbofieber abschließend. Hier noch ein Booster. Einmal den Fokus. Jawollo. Die Platsch-Energie. Und wieder mal den Fokus. Pokémon Fänger. Wir haben den Lasho King. Ah, jetzt schimmerst du in mir hier ein bisschen zu sehr. Und wir haben schon wieder ein Psyaugon. Oh, Freunde. Oh, Freunde. Das war wohl nix. Das hätte anders laufen können, hätte ich mal gesagt. Aber wir sind hier jetzt echt schnell durchgekommen. Wir haben zwei wahnsinnig tolle Genesect EX gezogen, mit denen ich eigentlich überhaupt nicht gerechnet hatte. Weil eigentlich wollte ich mir noch eins ertauschen. Das muss ich jetzt also nicht mehr. Das ist in Ordnung. Wir haben drei wunderschöne Promokarten. Zwei Shiny Pokémon. Wir haben ein Seigert EX, damit auch das dritte, auch zum Spielen. Also eigentlich habe ich mit den Tinboxen genau das gefunden, was ich gebraucht habe. Und zwei Karten für den Deckbau. Perfekt. Heißt Deck Profile zu Seigert kommt und eins zu Genesect kommt mit Bronzong und Co. Eigentlich gar nicht so schlecht, ja? Und dann schaue ich mal, was ich von den ganzen anderen Comments und Rares so noch euch tauschen kann. Also checkt auf jeden Fall immer wieder mal meine Seiten aus auf Facebook und Co. Wird es bestimmt wieder ein Binder-Update-Video geben.
oder halt ein paar Bilder von den Commons und so, die ihr vielleicht für euer Deck brauchen könnt. Sowas wie Anne und die Stärke, Energie. Wir haben ja einige Itemkarten noch da gehabt. Falls ihr spezielle Karten sucht, dann schreibt mir einfach eine Nachricht, am besten auf Facebook oder schreibt mir eine E-Mail. Findet alles in der Videobeschreibung natürlich. Und ja, dann schauen wir mal, was wir jetzt nächstes aufmachen. Ich denke, die Freunde von Lotti Cards werden mir da auch wieder mal was Schönes zukommen lassen. Checkt auf jeden Fall den Shop aus. Hier ist der Link auch nochmal bei www.lottikarts.de. Da findet ihr alles Mögliche rund um das Thema Pokémon. Nicht nur die Karten an sich, ihr findet auch Deckboxen, Höhlen, Ordner und alles, was man brauchen kann. Also, wenn ihr noch nicht vorbereitet seid für alles, dann schaut einfach mal vorbei und findet alles, was ihr braucht. Okay, Freunde, das war's dann also von dem Unboxing zu den drei Shiny Carlos Tins. Es war auf jeden Fall cool. Wir haben zwei EX-Karten gezogen, was, sage ich mal, vollkommen in Ordnung ist. Nur hat mich diese Evil-Tile-Box echt ein bisschen frustriert, weil da einfach gar nichts drin war. Aber so ist es. Mal gewinnt man, mal verliert man. Und heute haben wir zweimal, wir haben wirklich zweimal mit Genesect gewonnen. Das war, wie oft kommt sowas bitte vor, oder? Das ist schon echt irre. Genesect im Überfluss. Freunde, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr auf den Like-Button drückt. Lasst es mich wissen, schreibt mir was in die Kommentare. Und wenn ihr neu dabei seid, könnt ihr unten links auf den kleinen roten Button drücken und meinen Kanal abonnieren. Heißt, ihr verpasst auch die nächste Folge nicht. Und dann sehen wir uns zum nächsten Deck-Profile, würde ich sagen, oder? Also, Freunde, wir sehen uns. Bis dahin. Viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Haut rein. Und ja, bis dann. Ciao, ciao. Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Max und willkommen zu einem weiteren Cards by Mail. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Ist das eine Code-Karte? Ja, das war wohl eine. Willkommen zu einem weiteren Cards by Mail Opening mit einem